was soll ich sagen, die kriegt man hier im Studio nicht ruhig. Die wollen unbedingt essen. Und was wollen die essen? Ein unglaublich saftiges Schweineschnitzelchen mit Zucchini-Nüdelchen. Und die freuen sich wie doll auf eine Mascarpone-Ananas im Krokant-Mäntelchen nachher. Aber was ist meine Versuche, in dieser Küche auch nur annähernd Speisen zuzubereiten, gegenüber dem Gott der Götter, der jetzt gerade kurz vor Ostern wieder all sein Wissen aufgefrischt hat. Und ich muss sagen, dieser Mann hat schon mehr vergessen, wie ich je wusste. Johann, bist du da? Ich bin da, herzlich willkommen. Ja, schön, dass wir heute vor Ostern noch bei Ihnen zu Gast sein dürfen. Wir haben uns natürlich auch hier an meiner Seite zwei tolle Rezepte einfallen lassen. Zum einen machen wir Seeteufel, so einen schönen Spieß mit Tomaten. Der Seeteufel wird in Speck eingewickelt. Dazu gibt es dann Passionsfruchtlinsen und so Kartoffelscheiben gebraten oder gebacken. Und hier wird es geben von einer bezauberten Dame ein wunderschönes Mousse von einer Gurke. Dazu einen Schaum mit Curry und Creme Fraiche. Und das Ganze wird verfeinert mit herrlichen Nordseekrabben. Also ein Essen, das mit Sicherheit viel Freude bereiten kann. Aber soweit sind wir noch nicht. Zunächst mal freue ich mich sehr, dass ich ihn an meiner Seite habe. Ich muss sagen, ja, ich liebe Osterhasen in jeglicher Form. Aber heute ist er mein Ersatz-Osterhase, nämlich der Horst. Johann, mein Schmuckstück. Oh. So, Horsti. Ich habe heute ein Osterhäschen bei mir zu Gast. Du, ich habe sie schon gesehen, aber ich habe für mich den ungekrönten König der Welt. An Comedy auf meiner Seite. Ein Mann, der schon bewiesen hat, dass er so viel Talent hat, auch in der Küche, dass selbst Eier sich für ihn mittlerweile selber von der Schale entfernen. Sag mal, ist es... So, Horst. Ist es der, der sich nur ein Hemd leisten kann, ja? Es ist der Mann, der einfach nur so unglaublich viel Stoff selber gewebt hat, dass er sich daraus hunderte von Hemden nähen kann. Ah, okay. Ja, mein Gast, eine bezaubernde Frau, ich glaube, Sie kennen sie alle. Ich sag mal, Miss Daily Soap kann man auch sagen zu ihr. Sie hat wirklich in vielen Rollen schon die Hauptrolle gespielt am Nachmittag. Heute ist sie bei uns, heute wird sie kochen. Hier ist Nina Botz. Und Paul Panzer. Lieber Paul, ich bin so glücklich. Habe ich für dich einstudiert? Nee, was wolltest du sagen? Ich bin so glücklich, dass du wieder an meiner Seite stehst. Ja. Es ist eine der legendärsten Geschichten von Laferlichter Lecker. Neben Frank Elsners Vanilleschote, wie du versucht hast, das Ei zu trennen und aus der Schale zu bekommen. Ich habe gehört, dass es jetzt schon Hühnerzüchter gibt, die versuchen, ihren Hühnern beizubringen. Die sollen die einfach ohne Schale legen. Bin ich deshalb auch zu Ostern hier, nehme ich mal an. Ja. So Eierschwerpunkt. Wir gucken uns mal ganz kurz die Geschichte an, damit jeder jetzt weiß, was du gemacht hast. Hier vorne kann man jetzt gleich sehen, war unglaublich schön. Du und Eier. Wenn der Pfirsich ordentlich optimal reif ist, dann kann man den Kern rauslösen. Das habe ich schon noch nie gesehen. Du konntest gekonnt. Ja, gekonnt. Ja. Und, warte mal, So, Paul, jetzt erklären wir erstmal, was gekocht wird. Du machst erstmal eine schöne Mascarpone-Creme. Das heißt, du hast vorbereitet hier einen wunderbaren Mascarpone. Du hast Joghurt, Zucker, Limoncello, einen wunderbaren Schnaps aus Zitronensaft. Dann hast du hier sehr schöne Vanilleschote. Ist der noch in Ordnung? Ich müsste ihn probieren, aber
Wir können ja erstmal anfangen. Ja, du probierst ihn nachher. Ein bisschen Zitronensaft tust du noch mit rein. Die Ananas nachher schön mit dem Ananasschneider austrennen. Kleine Würfelchen mit Minze schön anmachen. In hübsche Gläser füllen. Mascarpone schön draufspritzen, die du vorher hier reingetan hast, kalt gelegt hast. Und dann nachher noch mit wunderbaren frischen Krokant bestreuen. Oh, bitte wiederholen. Wiederhol mal ganz kurz. Ja, wir machen das. Also wir machen alles hier rein und schneiden die in kleinen Würfel. Dann schauen wir hier in die Tüte rein. Also wunderbar in den Kühlschrank und schon ist es herrlich lecker. Das ist soweit in Ordnung. Du kannst eigentlich anfangen. Fang einfach mal an und wir hören mal Johann. Johann, was kochen wir denn überhaupt? Erstmal willkommen, liebe Nina. Schön, dass du da bist. Ja, herzlich willkommen. Ja? So. Wir erzählen mal ganz kurz, oder du erzählst, was du machst und was du gerade machst. Ja, ich püriere gerade eine Gurke. Eine Gurke mit was? Mit Essig, Salz und Pfeffer. Genau. Und das werde ich dann nachher durchsieben und zusammen mit Joghurt und Schlagsahne zu einem Mousse verarbeiten. Und Gelatine kommt noch rein. Du machst also die Basis für unser Glas, nämlich das schöne Gurkenmousse. Wenn du jetzt so ein Tuch nimmst, das da drüber hältst, dann spritzt das nicht so, dann spritzt es nicht so, dann kannst du es alles in Ruhe mixen. Aber, dann sehe ich auch nichts Das Tuch nicht mitmixen, ja, das ist wichtig, ja, das muss bleiben. Gut. So, schön, genau, geht schon. Passiert nichts. Ja, aber es passiert auch nichts. So. Cool. Das ist das geheimnisvolle Ostermus. Ja, also hier. Guck mal, nee, das geht doch so gut. Alles klar, schön fein mixen, jawohl. Machen wir bitte mehr Gurke dazu. Wir brauchen ja 200... Eine halbe Gurke. Wir brauchen, ja, ist egal, ein bisschen mehr, macht nichts. Wir brauchen jetzt 200 Gramm Saft. So, Pfeffer. Super. So. Und ich mache hier gerade den Seedolf, und zwar habe ich Seedolf geschnitten. Und der wird jetzt in so einen schönen Parma-Schinken, die einzelnen Medaillons werden die eingewickelt. Und dann werden die aufgespießt mit Tomaten. So, also bei hier läuft alles. Paul, alles in Ordnung? Hey! Los, alles gut. Sag mal. Weißt du, was mich jetzt echt wundert? Du hast den Limoncello noch hier. Hier muss übrigens... Den hab ich ja drin. Ach, den hast du schon drin? Gut. Was ist das? Altes Brot oder was? Du musst das auch rein? Vanilleschote. Ach so, gut. Davon das Mark bitte dazufügen. Was? Das Mark der Vanilleschote muss noch mit rein. Und währenddem du das machst, kannst du mir erzählen, wie sieht eigentlich Ostern bei der Familie Panzer zu Hause aus? Ich kann aber nur eine Sache. Ich kann jetzt das. Soll ich das Mark. Wie komme ich denn an das Mark? Wie du an das Mark kommst. Probier doch einfach mal. Es erklärt sich relativ schnell von selbst. Längs aufschneiden? Längs. Ich habe ein kleines Messer dafür. Ja, kleine Messer für kleine Jungs. Ich nehme das große. Ja. Ja, wir machen. Du wie alle, ne? Da machst du bis hierhin super. Wir färben Eier. Also ich färbe Eier. Ich hatte damals... Deine Frau nicht, ne? Nein. Wie heißt die nochmal? Wir haben ja Helga, Hilde. Ne? Hilde. Ich benutze ja zum Eierfärben immer einen Zwei-Komponenten-Lack. Ich hatte einen Kumpel, der lange bei der Fochtwerke in Köln gearbeitet hat. Und der hat mir unter der Hand ein bisschen Lack besorgt. Und die Eier werden dann jetzt immer Mondeo Rot. Ich lackiere die an, damit die Farbe hart wird. Ja. Verstehst du? Verstehe ich. Kochst du die vorher? Nein. Ich brenne die nachher mit dem Lack ein, dann sind die Eier gut. Aber dann können die Eier auch hinfallen, ohne verstehst du, was ich meine? Ja. Dann bleibt der Lack hier, so. Ja, sehr schön. Paul, da rein. Da soll mal einer sagen, du hättest noch nie was von Vanille gehört. Ich hätte jetzt mit ganz anderen Sachen gerechnet. Und Hilde bereitet die auch irgendwas vor? Gibt es ja noch so einen Osterteller oder versteckt die irgendwas für dich? Hilde macht ja einen Hasen, aber das setzt halt voraus, dass wir vorher einen angefahren haben. Wir kaufen keinen. Verstehst du? Wenn ich also, ich lasse Bolle ab morgens Landstraße rauf und runter fahren und wenn was dabei ist, gibt's Hase. Und wenn nicht, gibt's halt nichts. Dann gibt's die Mondeo Roteier. Da gibt's nur Ja. Was mache ich denn mit der Hülle? Die Hülle, die legen wir weg. Da können wir nochmal Vanillezucker mitmachen. Ja. Dankeschön. Legen wir uns hier auf Seite. So, jetzt müsstest du das Ganze gleich mixen. Ja, sicher. Hast aber noch Zeit damit. Die Mengen sind schon richtig, ne? Sag mal, deine Tour ist fast vorbei. Bitte. Ja, Tour ist, wir sind sozusagen... Komm mal nicht so nah, Freundchen. Ich mag das nicht, wenn du mir ins Ohr filmst. Ja, da hinten kommt meine Ofenschublade. Was denn? Ha? Du sitzt da oben irgendwo an deinem Mischpult und provozierst hier. Komm doch mal runter.
Dafür haben wir was zu trinken. Und du nicht. Was wolltest du denn sagen? Nein, deine Tour ist ja jetzt fast vorbei. Das hieß alles auf Anfang, ne? Das hier kriege. Ja. Ja. Was gab's da? Was heißt alles auf Anfang? Na, ich habe mich ein bisschen mit der Frage nach dem Sinn des Lebens auseinandergesetzt. Ne, warum sind wir hier? Wohin gehen wir? Können wir dahin auch fahren? Verstehst du? Einfach die großen Fragen des Lebens. Bist du denn bei dem Programm auch zu einem Schluss gekommen, dass du sagst, jetzt weiß ich, wo es hingeht? Es gibt keinen Sinn des Lebens. Gibt's nicht. Keiner, das habe ich raus. Wir selber, jeder einzelne von uns, wir müssen dem Leben selber einen Sinn geben. Wir haben keine einzige Aufgabe, außer die glücklich zu sein. Weißt du? Das finde ich übrigens ein sehr schöner Schluss. Schlusssatz, soll ich gehen oder was? Ja, vielen Dank. Nein, schön hier. Aber sehr schön. Hör mal, was soll ich denn jetzt machen? Rühren. Rühren. Womit? Mit dem Mixer. Mit dem Mixer schön verrühren. So, wir machen jetzt gerade hier einen sogenannten... Ich habe echt Angst, dass ich ihn verletze heute. So, Johann. Also, wir machen jetzt hier einen Schaum. Und zwar einen Curry-Schaum mit Creme Fraiche, mit Komplett? Milch, mit Brühe. Genau. Ja. Machen wir alles rein, alles rein. Alles rein. So, schön alles rein. Dann machen wir noch ein bisschen Zitronensaft. Lassen das einmal aufkochen und binden das ganz leicht mit Stärke. Ja. Und das füllen wir dann ein in diese Flasche hier, diese schöne Siphonflasche, ja? So, schön. Gute. Ja. So, Johann, lass uns mal 2 Minuten kochen, wenn es geht, bitte. 2 Minuten. Ich würde gerne den Leuten, dass sie auch zu Ostern ein paar Rezepte haben, wenn es geht, ja? Ich glaube, 200 Milliliter sind das noch nicht. Jetzt hat erstmal Nina gemacht einen wunderbaren Gurkensaft. Ausgedrückt, schön, ja? Ausdrücken. Jetzt brauchen wir 200 Milliliter. Ja, die haben wir, glaube ich, noch nicht. Warte, guck mal, ich messe mal schnell. Schauen wir mal, wie viel wir haben. Ah, doch. Haben wir das? Ja. Also zumindest 200 Gramm. Ja, perfekt, passt, genau, 200. So, jetzt tust du einen Teil von dem Saft hier warm machen. Die Ananas. Und dann tust du die Gelatine, die im kalten Wasser eingeweicht ist, auflösen. Dann tust du eine Schüssel. Das nehme ich dir ab. Ausziehen. Danke. Also ich habe das Gefühl, du hast ein Kind. Wie lange ist das Kind jetzt? 11. Und du kochst für den Mann, oder? Ja, aber ich koche meistens mit Kind oder zumindest für ein Kind. Das ist ein bisschen was anderes. Ja, aber kochst gerne. Ich koche gerne. Ich backe noch lieber, aber ich koche gerne. Wie ist bei dir Ostern? Wie schaut's da aus morgen? Ostereier suchen, lange frühstücken. Also nichts Besonderes. Okay. Einfach ein ganz fauler Tag zu Hause mit ganz viel Schokolade. Gut, so. Jetzt müssen wir das hier aufstellen, dass es warm wird. Einschauen, ja. So, dann auflösen. Schon reingeben? Ja, warte, bis es warm ist, dann geht's schneller. Gelatine muss man immer vorher einweichen und dann in warmer Flüssigkeit auflösen. Und dann tust du hier den Saft hier rein. Ja. Und mit der Gelatine dann rühren. So. Nein, schau her! Pass auf, nein! Warte, ich bin doch fast durch! Du musst hier zwischen die Beine so einklemmen und Paul, ist das überhaupt so? So geht das. Paul, man sieht dir an, dass du technische Geräte liebst. Ja. Bist du zu Hause oft in der Küche? Und wenn ja, was kaufst du im Baumarkt dafür ein? Aber wir Männer lieben ja Technik. Ne? Wir lieben ja Technik. Stimmt. Vor ein paar Monaten habe ich mir Zollwerkzeug gekauft. Zollwerkzeug. Zollwerkzeug. Zollwerkzeug.
Und meine Tochter Frau Oberschlau meint, ja, wieso Zollwerkzeug? Wir haben doch das metrische System. Das kannst du doch hier gar nicht benutzen. Ich sag, ja eben. So. Sag ich, außerdem hat deine Mutter ja auch Küchengeräte. Ja? Kann sie auch nicht benutzen. Ja, aber, genau. Aber das ist dieses zweierlei Maß. Ist ziemlich trockene Baustelle. Ich hab komm her. Hab irgendwann den Hals hier so. Ja. Vielen Dank. Bitteschön. So, was mache ich jetzt? Jetzt würde ich sagen, jetzt füllst du die Mascarpone-Creme vorsichtig, ohne zu schlabbern, hier rein. Das ist eine Spritztülle. Aus dem Krankenhaus? Nein. Nein, nicht aus dem Krankenhaus. Nicht aus dem Krankenhaus. Nicht aus dem Krankenhaus. Und ich habe es dir umgeschlagen, das hat einen ganz speziellen Grund. Ja. Weil relativ viele im Haushalt, du sollst ja was lernen, machen es so. Und wenn die das dann da rein tun, haben die nachher den ganzen Rand und die Hände vermatscht. Und das ist doof. Und deswegen geht man hin, schlägt das so um. Dann kannst du hier die Hand unter die Folie, siehst du? Dann ist sie geschützt. Und dann kannst du wunderbar, was schon einen Löffel, so, die Mascarpone-Creme hier reintun. So, siehst du? Ohne dass was an die Finger kommt. Und wenn alles drin ist, klappst du wieder hoch, streichst runter und legst kalt in den Kühlschrank. Verstehe, ne? Ja? Ja, okay. Und die ja. Anas kommt da nicht mit rein? Nein, die machen wir okay. Später weiter. Sag mal, wenn man so ein Programm wie du jetzt abgespielt hat, dann hast du Zeit bis wann fürs Neue? Also ich muss jetzt im Sommer, ich habe Sommerpause 3 Monate und dann muss ich ein Neues schreiben. Ich schließe mich dann irgendwo ein und da braucht man ja Ruhe für und dann... Das heißt, du schreibst in 3 Monaten nicht nur ein neues Programm, sondern du machst auch wirklich noch ein bisschen Urlaub. Wo fährt ein Paul Panzer hin? Ja, in den Harz oder an die Nordsee. Ja. Ja, 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 ja. Das heißt, du bist nicht so der Ballermann-Typ, du bist ja eher auch so ein Ruhiger, ne? Ich bin ja auch eher so ein Ruhiger, ne? Also ich krieg auch... Wie stell ich mir vor, bei der Nina einen Urlaub? Wie kommst du jetzt auf Urlaub auf Nina, wenn der Paul gerade weg ist? Ja, weil der Urlaub fährt, auf Nina. Der fährt in Harz und sie fährt wohin? Auf Sardinien, Skiurlaub. Fährst du gerne Sardinien Skiurlaub machen? Ja, ich weiß. Du fährst aber das erste Mal nach Sardinien, ne? Du bist doch die Einzige mit Skier in Sardinien. Das ist da waren Komma dazwischen. Nein, aber du fährst sehr gerne Ski, ja? Ja, ja, vor allen Dingen nach Österreich, weil ich finde, ich brauche dann auch einen Kaiserschmarrn. Oh, was? Hast du gehört? Was denn? Ich fährt sehr gerne nach Österreich. Sie fährt gerne nach Österreich? Ja, dann macht sie Badeurlaub. Nein, die geht Skifahren. Und Essen. Essen, Kaiserschmarrn. So, und hier brennt meine Pfanne, auch schön. Ja, du musst auch ein bisschen drauf Acht geben, was du da machst, Johann. So, wir braten jetzt schön diese Spieße hier. Seedolfel mit Tomaten. Was ist? Ist damit die Tüte nicht runterfällt. Logik, verstehst du? Ist damit die Tüte nicht runterfällt. Moment. Möchte jemand das Ding ablecken? Hier, du, komm mal hier. Komm mal. Hier, das schmeckt ganz lecker. Extra für dich mal, ja? Das schmeckt ganz toll. Ablenkungsmanöver. So. Ach so, du wolltest ein Foto machen. Genau. Ja, ich will ein Foto haben davon. Ich glaube, du lernst mehr von mir hier, als ich von dir, Freundchen. Kann das sein? Ja, das ist gut möglich. Darf ich mit drauf? Ja, bitte. Was ist das für ein Gerät? Ach, Sofortbild. Ja, dauert aber ein bisschen, bis es soweit ist. Kennst du digital? Johann hat mir gesagt, das wäre das Modernste, was es gibt. Ja. Deswegen arbeite ich damit relativ viel. Sag mal, was stinkt hier? Ach, du kochst. Ja, ja, sag ich. Komm mal. So, wo kommt das in den Kühlschrank, ne? Ja, im Kühlschrank. Sag mal, wer kocht bei euch zu Hause? Hilde oder du auch schon mal? Wir beten immer, dass keiner so kocht. Wie der aber wenn, wenn dann Hilde. So wie der aussieht, ist der nichts. Was sind für dich denn die großen Stärken der Frauen? Können wir erst einen Werbeblock machen? Oder hast du? Ja, Freundchen, ihr seid öffentlich-rechtlich. Ich kann nichts dafür, wenn ihr keinen Nachschub habt hier. Was ist denn hier? Gibt's doch gar nicht. Ja?
Ja, aber das kommt auch mal ganz klar. Ja, da bist du doch steingeraten voll, wenn du das heute sagst. Pass auf, ich fange noch mal ganz neu an. Du hast doch gesagt, das wäre jetzt nur Saft, sagt ja. der Horst. Ja. Harpe. Ja. Neue Programm. Heißt, Männer sind Sammler und Frauen sind auch da, oder wie heißt das? Nein, Quatsch. Prost. Zum Wohl. Irgendwie ist dein Glas. Mein neues Programm heißt... habe ich gerade gelallt? Nein, nein. Falls Sie zu Hause denken, oh, der lallt, wir haben hier technische Probleme. Es handelt sich um einen Übertragungsfehler. Oh, das ist aber hart. Muss ich eigentlich gerade irgendwas machen? Nein, wie heißt dein Programm, das neue? Mein neues Programm heißt, irgendwas ist immer die Kunst, sich selber verrückt zu machen. Erklär mir das genauer. Jetzt nicht. Hör mal... Weißt, das neue Programm ist noch nicht fertig. Ich muss ja erst noch schreiben, haben wir da eben gesprochen. Ach so, ja, stimmt. Mein Fazit ist auf jeden Fall, dass die Hilde mehr Probleme hat als andere Frauen. So, bist du zu Hause? Bist du zu Hause? Also ich glaube, Hilde ist eine sehr glückliche Frau, oder? Man muss ja eigentlich nur wissen, wie Männer und Frauen wirklich ticken, ne? Was? Du sagst doch, Männer sind Jäger und Frauen sind Sammler, ne? Wieso eigentlich? Erklär mir das mal. Es sind vor allem die sprachlichen Schwierigkeiten. Ja. Ich habe mich wirklich mit Steinkleid beschäftigt. Und nicht nur, weil Johann hier ist, sondern ernsthaft. Vor 100.000 Jahren hatten wir keine Sprache. Wir hatten nur ein paar Laute und eine Geste. Da. Das hätte uns Männern gereicht. Aber die Frauen fingen irgendwann an, nachzufragen. Und dann wurde es kompliziert. Ja. Der Mann hat gesagt, Fleisch. Und die Frau sagt, ja, was für ein Fleisch? Durch, Medium, mit Gesicht, geht doch Fisch. Dann waren wir überfordert, verstehst du? Hör mal, apropos überfordert, ich habe nichts mehr zu tun. Doch, du musst die anderen... Was? Du musst A weiter erzählen, B musst du die anderen lassen, noch kleine Würfel schneiden. Wie klein? Klein ist ja relativ. Frag mal Einstein. Soll ich dir eins vorschneiden? Warte mal. In einzelne Atome zerlegen, oder? Pass auf, du musst das. Hör auf, mich zu provozieren, Freundchen! Ja, was denn? So. So. So würde reichen. So kleine Würfelchen, ja? Also sagen wir mal so Daumengröße. Ja, die kannst du auch noch mal halbieren, wenn du möchtest. Halb Daumengröße. Ja, dann Minzblätter abzupfen. Die sind aber schon alt. Na, ich bin ja jetzt kein großer Koch, ja, aber schauen Sie mal zu Hause diese Minzblätter an. Ja? Das ist so ein bisschen wie Kaninchenfutter. Ja? Es ist ja auch Ostern. Es ist Ostern. Aber wir wollen auch mal nicht so sein. So, wir waren jetzt beim Kochen, Nina, gell? Ja. Wir haben also jetzt hier Linsen schon. Ich habe die Linsen schon mit dieser Gemüsebrühe. Ja. Mit Schalotten und Knoblauch schön hier gekocht. Und dann habe ich jetzt Thymian dazu gegeben. Mhm. Und dann machen wir gleich dazu noch Passionsfrüchte. Hier vorne sind, da oben, süße her, das sind die Spieße. Das sind die Seedorfer Spieße mit Tomaten, mit dem Speck. Schön langsam gebraten. Ja. Und zu den Linsen kommen wir jetzt noch dazu. Und das ist das Frühlingshafte jetzt. Wir tun die Passionsfrüchte halbieren. Mhm. Und dann mit den Kernen zu den Linsen geben. Dann noch viel Schnittlauch rein und das wird dann zusammen angerichtet. So, jetzt machen wir als nächstes. Nordseekrabben. Sehr lecker. Gut. Mhm. So, was machen wir mit Mousse? Ja. Wir können jetzt da die Sahne unterheben. Ja, und das Mousse. Du hast ja bis vor kurzem noch hier in Hamburg Theater gespielt, oder? Ja, richtig. Französische Komödie. Moment. Hier, Paul. Ja. Hast du Küchen-ADS, oder was? Was war mich? Küchen-ADS. Oh mein Gott. Hör mal, soll ich euch helfen? Jetzt bleib mal bitte hier. Bleib mal hier. Komm her. Möchtest du dir die Sahne unterheben? Ja. Nein, nichts. Ich erkläre jetzt noch mal in aller Ruhe. Ja. Ja. Das ist hier Gurkensaft. Mhm.
hat Nina ausgepresst mit Essig und Salz, mit etwas Creme Fraiche, Gelatine. Jetzt kommt die Sahne drunter. Das ist die Basis unseres Mousses. Das ist ja aufregend. Ja, sicher. Was ist das eigentlich für ein Wappen? Darf ich das mal fragen? Das frage ich mich die ganze Zeit. Das ist mein Familienwappen. Ehrlich? Ja. Und was ist da? Da ist ein... da ist aber kein Löwe oder sowas drin. Das ist ein Kaninchen, oder was ist das? Das ist die Bourbonenlilie. Das hat was mit der Burg zu tun. Guck mal, die Bourbonenlilie hier, die Franzosen und so weiter. Das erklärst du mir gleich mal in Ruhe. Ja, aber nach der Sendung. Ich jetzt. Muss was trinken. Ja, ist okay. So, also. Ich glaube, er weiß es selber. Wir machen jetzt auch weiter mit dem Theater. Du warst also bis vor kurzem hier in Winterhude. Genau, im Fährhaus. Was gab's da genau? Paarung, das ist eine französische Komödie. Womit geht der rein? Ja. Ein Vier-Personen-Stück, so, ja. Ganz schöner, feiner Humor, ganz tolle Kollegen. Och, toll. Hat Spaß gemacht, ja? Ja. Und was sind die nächsten Pläne? Jetzt gibt es möglicherweise wieder Rückkehr. Oh, jetzt geht es wieder los mit dem Drehen. Das ist so Frühling, Sommer geht es dann wieder los. Im Winter spiele ich meistens Theater und dann wird wieder gedreht. Könnte sein, wieder GSZ. GZSZ? Ja. Ach, nicht, dass ich wüsste. Nee? Nee. Aber vielleicht... Würdest du denn gerne zurück? Habe ich ehrlich gesagt bis vor kurzem nie drüber nachgedacht, aber auf einmal werde ich das wieder ständig gefragt. Also ich glaube, man kann so Zeiten, die man hatte, nicht wiederholen. Und vielleicht ist manchmal auch gut, dass es dann abgeschlossen ist. Aber es war die tollste Zeit beruflich, an die ich mich so erinnern kann. Also eigentlich spricht auch nichts dagegen. Aber es ist weit weg. Mein Sohn ist in Hamburg und ich glaube, hier ist ganz gut. Aber du spielst ja auch in Rosamunde Pilcher-Filme mit. Auch. Macht dir das mehr Freude? Ja, das lässt sich zumindest mit Kind, mit der Familie besser vereinbaren, weil ich dann nur 5 Wochen am Stück. Aber das ist auch in England, oder? Ja, aber da ist man ja auch dann schnell mal angereist und wieder nach Hause geflogen. Außerdem ist man dann nur 5 Wochen am Stück weg und hat danach wieder Zeit und arbeitet nicht jeden Tag. So. Ist es in England wirklich so schön? Sicher. Naja, die Gegend ist super schön, aber das Essen hat mir... Also ich habe noch nie so viele dicke Menschen gesehen und noch nie so schlechtes Essen gehabt. Wenn du möchtest, dann bringe ich dir einfach mal den Paul als Keterer vorbei. Das ist eine super Idee. Ja. So, mal ganz kurz erklärt, ich habe übrigens zwischendurch tatsächlich etwas geschafft. Ich habe die Schweineschnitzelchen schön paniert, in Schmalz ausgebacken, die Nüdelchen kurz blanchiert, weil es sind ganz dünne. Dann habe ich die Zucchinis in feine Streifen angebraten, dann mit ein bisschen Gemüsefond und Sahne abgelöscht. Salz, Pfeffer ist mit drin, gleich kommt noch ein bisschen Muskatnuss, die Nudeln da drunter gehoben. Darauf werden die Schnitzelchen nachher angerichtet. Und es ist sehr schade, dass ich im ZDF nicht trinken darf, finde ich. Paul. Paul, Blätter abzupfen und fein schneiden. Ja, ich bin dabei. Ich mach dir jetzt sofort einen vor. Nein, Moment. Brauchst du nicht, ich kann das. Ich habe vorher nur mal vom Volumen her geguckt, ob das grob passt. Ich weiß doch, wie das geht. Wir zupfen die Blätter ab. Warte. So hat der Arbeitsplatz in meinem Leben noch nicht ausgesehen. Pass auf, ich zeig's dir. Sag mal, wie waren deine Eltern eigentlich im Umgang mit dir? Bist du relativ... Sehr tolerant. Ja. Nicht wie Johann. Sehr tolerant. Haben gesagt, Junge, probier dich aus. Mach Sachen. Es ist alles versichert, hat mein Vater immer gesagt. Es ist alles versichert. Nee, einfach Blätter abzupfen. Ne? Blätter abzupfen, ja. Ich hol dir ein neues Messer. Guck mal, hier hast du ein frisches, sauberes Messer. Oh. Damit schneidest du gleich feine, schöne Streifen. Ah, gleiche Größe, sehr gut. Feine Streifen, die oben drüber. Ja. Und dann spritzen wir nachher schön die Mascarpone-Creme oben drauf, damit es richtig hübsch aussieht. Ja. Dann kommen oben drauf die Krokantblättchen. Ja. Sag mal, den Honig, hast du den auch irgendwie mit der Ananas in Verbindung gebracht? Ich habe überlegt, dass Honig ja schon auch ein... Und ab in die Werbung, Freunde. Ich hab's vergessen. Ja, ist ja gut. Dann gehen wir mal zu Johann rüber. Ja. Jetzt holst du das Mousse hier raus. Johann, wie sieht's ja, bei dir wir aus? Sind jetzt, wir haben jetzt dieses Mousse eingeführt in einem Spritzbeutel. Ja? Das sieht man also hier. Das ist schön fest geworden so, wunderbar. Jetzt schneidest du hier vorne bitte ab die Spitze so ungefähr so. Und dann spritzt du in die Gläser unten so 1 Zentimeter hoch eine kleine Rosette rein. Ja? Siehst du, hier musst du vorne aufschneiden. Okay. Sehr schönes Mousse, perfekt gemacht. Bin stolz auf dich, sehr schön. Was brauchst du? Schere? Messer? Nee, Messer. Aber ein Messer nehmen. Und dann abschneiden, dann vorne.
Was suchst du, Paul? So ein Hackgerät. Du warst ja mal für die Minze. Messer. Jugendmeisterin im Windsurfen, ja? Ja, so ein kleines nachher. Ja, aber nicht mehr so wie früher. Also keine so, ganz Wettkämpfe rein, mehr. In die Mitte, einfach in die Mitte und dann draufdrücken. In die Mitte. Ja, und dann so lange, bis es vorläuft. So, bisschen mehr noch, bisschen mehr. So? Bisschen mehr noch. So, genau. Und dann kommt dann die Krabben rein, ja? Mhm. Aber schön verteilen auf die vier Gläser. Ja. Und ich mache da jetzt gerade so Kartoffelscheiben, so Chips. Und zwar frische Kartoffeln mit dem Trüffelhobel gehobelt. Die gibt es nachher zu meinen Spießen mit den Linsen, damit was Bissfestes dabei ist hier. Selbstgemachte Chips, guck mal hier, geht einfach. So. Gut. Entschuldigung, ich habe gestern... Genau, jetzt machst du die Krabben drauf, so, nee, ganz schön edel, sehr viel Platz streichen. Ich habe mich geschnitten. Mhm. Ich habe mich geschnitten, ich werde ohnmächtig. Ich habe mich geschnitten. Hast du nicht gesagt, die Messer sind scharf? Habe ich gesagt. Hier. Wir bräuchten dann mal eine junge Dame mit Pflaster. Oh ja, bitte, wenn es geht, nur im Bikini, weil ich fühle mich wirklich nicht gut. Ja? Naja, eins, was ich hier füllen kann, ist blond oder dunkelhaarig. Ja. Ah, heiß. Wir haben kein heißes Wasser hier, deswegen... Ah, ZDF. Ja, einfach... Verstehe, die Gebühren sind ja runtergegangen. So, zeig mir mal. Ist schlimm? Ja. Ich werde taufen. Komm her, hier, Handtuch. Vielen Dank. So. Die sind echt scharf. Nee, du, alles gut. Ach nee, ist nicht so schlimm. Bin auf den Knochen, das macht ja nichts. So. Hallo, warum hast du den Einweghandschuh an? Ich bin völlig gewöhnt. Ja. Eine Sache wollte ich dich noch mal fragen, nee, Paul. Vielen Dank. Alles gut. Sinn des Lebens, Horoskope. Deine Frau Hilde steht ja auf Horoskope. Wie Hilde, das Bleigießen an Silvester entscheidet darüber, wie mein Jahr verläuft. Kennst du Bleigießen? Kenn ich. Du machst ja was flüssig, gibst ein Glas mit Wasser. Das ist ähnlich wie Eiertrennen. Haben wir einen Handschuh für den jungen Mann? Ja, einen grünen bitte. Nein, damit da nichts. Also, sie wollte mir gerade. Soll ich jetzt mit Handschuhen? Aber ja. Das ist doch, hallo? Guten Abend. So. Hallo. Aber du vergisst mir jetzt nicht das Bleigießen mit Hilde. Emergency Room. Eine neue Folge mit Dr. George Clooney. Guten Abend. Die Gerichtsmedizin ist heute ein. Hör mal, wenn. Du warst beim Bleigießen. Entschuldigung, tut mir leid. Nee, es ist wirklich, Hilde liest jeden Tag Horoskop. Sucht sich immer aus, was gerade passt. Ja. Waage, Fitsche, Steinbock, Igel, die sucht sich immer das raus. Und ich bin der Leidtragende. Ja? Warum? Ja, Hilde liest in der Zeitung, nehmen sich auch mal Zeit für sich, heißt für mich kein Abendessen. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und Bleigießen ist so eine ganz spezielle. Wir Männer gießen, was ist das hier eigentlich? Eine Muskatnuss, die brauche ich noch. Die reibe ich jetzt unter die machst Nudeln. Machst du Nudeln mit Nuss? Nein, ich würze mit Muskatnuss. Das hatten wir früher immer beim Blumenkohl. Bei was? Blumenkohl. Ach, Blumenkohl, ja. Stimmt. Aber es hat Blumenkohl mit Bleigießen zu tun? Was soll ich denn jetzt machen? Erzähl mir mal weiter vom Bleigießen. Hilde war beim Bleigießen. Wir hatten ein Riesentheater. Bolle hatte das Bleigießen mit dem Fondue verwechselt. Und es gab nur Ärger, ja? Wieso sprecht ihr zu Ostern über Bleigießen? Silvester kommt erst wieder in ein paar Monaten. In ein paar Monaten, Johann. Mit dir übe ich auch noch mal einen Kalender. Ne? Unglaublich. Nein, es ging ja über die Horoskope. Bleigießen. Ach Gott, ich habe den Faden verloren. Ich weiß da gar nicht mehr. Ich brauche mal was zu trinken. Ich habe ja hier, das ist ja der Nachteil am ZDF. Man bekommt kaum was zu trinken. Ne? Nur so Zitronensaft. Du könntest jetzt aber anfangen, wenn du möchtest, die Mascarpone-Creme, weil ich bin auch gleich fertig. Ja? Du hast noch gar nicht gemacht. Was ist das da eigentlich? Das sieht aus wie beim Chinette um der Ecke. Was hast denn du gemacht?
Ja, beim Chinetz um die Ecke. Ich habe die Nüdelchen gekocht. Ich habe die Zucchini fein geschnitten. Was ist denn mit der Salbe im Kühlschrank? Das ist keine Salbe, das ist die Mascarpone-Creme. Ja. So, die holst du jetzt langsam raus. Zeig mal. Ja, nein, Entschuldigung. Moment, stopp. Ja, ich hab da noch. Ich möchte machen. Ja, irgendwo Butter da. Dann spritzt sie mal schön in einer Rosette hier oben drauf. Ein paar Minzblättchen vorher noch rein zur Ananas. Weil ich habe übrigens mittlerweile die. Genau so habe ich mir das in etwa vorgestellt. Sag mal, außer bei Lava Lichter bist du selten in Kochsendungen, oder? Wir gehen mal rüber zu Johanns Kochstudio. Ja, bitte. Johann, hier. Wie sieht's aus bei dir? Also wir haben jetzt hier wunderbare Passionsfruchtlinsen. Wie sagst du dazu, ganz ehrlich jetzt, Salz fehlt noch? Richtig gut. Richtig, gell? Linsen mit Passionsfrucht, also sehr lecker. Richtig, richtig gut. Schön frisch mit Tomaten, mit Butter zum Schluss abgebunden. Ja? Ja. Jetzt riecht man die schon mal an, auf dem Teller da vorne, gell? Mhm. Wir oder heißt das ich? So, ja. Jetzt tun wir die schön hier drauf, so. Mhm. In die Mitte. Man soll immer das Ergebnis beurteilen, nie den Zwischenbericht abfragen. Hier? Ja. Darf ich das machen? Dann die Spieße drauf. Ja. Die tun wir jetzt noch schön würzen mit Salz und Pfeffer. Kannst du das bitte machen? Ja, klar. Kannst du schön Salz und Pfeffer draufmalen? So. Dann hier auch diese Chips auch mischen, hier schwürzen, ja. Dann so oben leicht verteilen. Gell? Schön mit Salzen und Pfeffern auch. Ja? So, wunderschön. So, schön den durchrühren. Und dann just. Ja, auch Pfeffer drauf? Ha? Auch Pfeffer? Auch Pfeffer drauf und dann verteilen oben. Ja. Ich komme sofort zu dir. Ich habe nur gerade. So. Ich finde, ich habe mich selbst übertroffen. Jetzt ganz leicht so schön Verteilung, gell? Ja. Dass es schön lecker aussieht. So. Ihr geht relativ viel essen, ne? So, nur mal ganz kurz gezeigt, lieber Paul. Und dann gehen wir auch schon rüber zu Tisch. Ich habe zwischendurch eine Kleinigkeit fertig gemacht. Schweineschnitzelchen auf rahmigen Zucchini-Nüdelchen mit einer wunderbaren Sahnesoße. Übrigens voll essbar. So. Paul, bist du fertig mit Dekorieren? Gib mir da bitte ein Bild her. Dann können wir dein Essen auch präsentieren. Also wir können, zwei können wir gebrauchen. Ostern. Paul, wenn du möchtest, wir wären soweit, bitteschön. Was ist denn mit denen? Die kochen immer mal länger. Jetzt macht ihr schon Fast Food und es dauert immer noch ewig. Komm, Paul, ich würde dich gerne hier. Zeig mal den Zuschauern bitte erstmal hier den Teller, ja? Hier, guck mal, die Spieße mit Linsen und den Chips, ja? Nee, lass an, lass an. Ich bin eine Fülle, ja? So einer? Nee, die Fülle, die Fülle. Ah, ja. Was machst du? Was machst du denn? Ich hab so irgendwie ein besseres Gefühl. Möchtest du noch einen Schluck Wein? Ich trinke keinen Alkohol. Also ich bin. Ich
So, jetzt werden wir da drauf den Schaum spritzen. Ja. Johann, bestell lieber was. Wir haben ja so ein tolles Menü hingelegt, weißt du? Ja, aber wenn ich einen Tipp für dich hätte, ja, so für feiertags, ja, und auch in der Woche. Ja. Jetzt gerade, wenn es auf Ostern zugeht. Ja. Ja. Küche. Ja. So im Großen und Ganzen. Ja. Außer hier jetzt. Ja. Ist nicht. Geh einfach dran vorbei. Man muss ja nicht alles können. Nein. Mein Freund, auf dein Wohl. Auf dein Wohl. Auf Neujahr. Auf Neujahr. Tschüss. Aber sagen wir mal so, Paul. Das Ganze hatte ja einen wirklich sehr ernsten Hintergrund. Was hast du gelernt, was hast du mitgenommen für deine persönliche Zukunft und fürs neue Programm? Das ist heute, ja, eine Kochschule. Heute. Ja? Ich habe mitgenommen, dass ich gesagt habe, alles, was gefliest ist, braucht auch einen Hochdruckreiniger. Oh, was ist das? Ich habe für euch hier so ein paar kleine... Sind da Garnelen drin? Was ist das? Wir, ja, sind nämlich sehr anspruchsvoll. Komm. Vielen Dank. Du kannst das so, wenn du möchtest, ablegen. Und dann? Essen. Ess mal. Ja. Ess mal. Komm, ess ruhig mal. Ja. Ich muss erst mal was trinken, ich habe einen ganz trockenen. Guck mal hier. Ja. Ui. Was, ja, für eine Angebertruppe. Das gibt's doch gar nicht. So. Hier. Ja. Nordseekrabben mit einem Gurkenmus und oben drauf einem Curryschaum von Nina. Liebe Nina, ich bin sehr stolz auf dich. Oh. Mm. Danke. Ja. Paul, ich bin sehr stolz auf dich. So. Und liebe Zuschauer, diese Sendung heute ist der Beweis, dass man bei guten Rezepten in der Küche immer was Gutes rausbekommt. Nein! Mit einer guten Assistentin auch. Mit was einem guten Assistenten. Also ich muss ein gutes Ergebnis erzielen. Ich muss euch wirklich sagen, ich glaube, bei euch, das sieht wirklich einfach viel besser aus. Aber ich glaube, wir hatten einfach mehr Spaß, Johann. Jetzt muss man sich entscheiden. Jetzt muss man sich, ja, entscheiden. Und ich würde sagen, Sie hatten Samstag damit auch wieder einen unglaublichen Spaß. Wir lassen den Ostersamstag ausklingen und werden hoffentlich Ostermontag wieder warten. Tschüss, Dankeschön, schöne Ostern.